Marvin und John Impuls setzten sich in Mönchengladbach in den Vorläufen zum Nirsia-Pokal durch. Im Finale schlug jedoch die Stunde des in der Qualifikation beinahe auf der Strecke gebliebenen Berliners Medoprox, der in der Hand des 24-jährigen Daniel Drexler genau auf der Linie Oscar und Akzent in den Griff bekam. Der 15-für-10 Favorit Marvin musste seine Hoffnungen nach einer frühen Galoppade begraben. Im Schlussbogen Oscar allein an der Spitze. Junker Hannover mit Schwierigkeiten, Marvin kommt außen nicht so recht weiter, wird wieder zurückgenommen. An der letzten Ecke jetzt Oscar vor Akzent, dahinter Medoprox, der ganz außen angreift. Der Einlauf jetzt erreicht, Oscar an der Innenseite. Oscar versucht sich zu lösen, Akzent greift an, ganz außen kommt Medoprox angeflogen. Oscar und Medoprox mit Akzent. Oscar immer noch, Oscar an der Innenseite, Oscar oder aber Medoprox an der Außenseite. Es war ganz, ganz...